Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier in München auf der Packard Bell Pressekonferenz. Dort wurde das Packard Bell One2M vorgestellt, ein 20 Zoll All-in-One-PC mit Multitouch-Display. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr hoffentlich erkennen, dass ein glossy Rahmen das Display ziert. Selbstverständlich ist auch eine Tastatur im Lieferumfang dabei. Wie ihr sehen könnt, Full Size und im Chiclet-Design. Und mittels der Fernbedienung können wir durch das Windows Media Center steuern. Schalten wir das aber mal ab und widmen uns dem Gerät. Wir schauen uns nämlich jetzt mal die Schnittstellen an. Auf der linken Seite haben wir dann zweimal USB. Auf der Rückseite dann einmal einen Anschluss für das Netzteil, TV-Tuner, viermal USB LAN. Und ein Line-Out. Und auf der rechten Seite leicht zu erreichen, einmal ein Kopfhörerausgang, ein Mikrofoneingang und ein Kartenleser. Und last but not least ein DVD-Laufwerk. Das war also das Packard Bell One2M.